Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Hacken. So, es geht heute mal wieder um ein WLAN und zwar wieder mal natürlich um meins. Und wir wollen es hacken über WPS. WPS haben allerdings nicht viele WLAN-Router aktiviert. Dafür ist es aber auch relativ schnell. Deswegen ist die Technik eigentlich, wenn wir einen WPS-Router haben, den wir knacken wollen, deutlich effizienter, als wenn wir das Ganze Brute Force machen. Noch kurz ein Disclaimer vorneweg. Ich mache das hier für private Zwecke. Das heißt, ihr dürft es nicht irgendwie an eurem Nachbar-WLAN ausprobieren oder sowas, sondern nur an eurem eigenen. Oder wenn ihr von jemandem gebeten werdet, das Passwort wiederherzustellen, zum Beispiel. Ja, was ihr sonst macht, das ist dann logischerweise nicht in meinem Interesse und illegal und nicht cool und etc. etc. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine und deswegen bitte ich euch, das tatsächlich auch nur zu benutzen, wenn ihr euer eigenes WLAN hackt. Ja, gut. Also wollen wir direkt mal anfangen. Kurze Vorauskenntnisse, wir nutzen Kali Linux. Ihr solltet ein klein bisschen damit umgehen können, aber es sind keine schweren Befehle oder sowas. Ihr könnt auch einfach direkt mitmachen. Wie man das Ganze in einer virtuellen Maschine installiert, das habe ich auf meinem Channel. Könnt ihr einfach mal suchen unter Kali oder Linux Tutorials. Genau. Was wir brauchen, ist ein USB-Stick, der über WLAN funktioniert. Also ein WLAN-USB-Stick. Interne WLAN-Karten funktionieren nicht in der virtuellen Box, beziehungsweise meistens nicht, deswegen solltet ihr dringend einen externen Adapter haben. Und ja, der wird jetzt dann über Virtual Box verbunden und dann steht er euch hier zur Verfügung. So, wie man diesen Adapter verbindet, sieht man jetzt. Wir gehen hier unten drauf, machen Rechtsklick und dann sehen wir hier einen Drucker, mein Mikrofon etc. etc. Maus und Tastatur. Wenn wir die verbinden, ist schlecht, weil dann hat unser Hausbetriebssystem keine Maus bzw. keine Tastatur mehr. Aber hier ist auch der WLAN-USB, das heißt, wir können ihn direkt verbinden. Und jetzt ist er da. Wir sehen es am Ruckeln von der Maus. Genau, so, wir überprüfen das Ganze direkt einmal mit iwconfig. Das dauert ein bisschen jetzt gerade, weil er noch am Raussuchen ist von diesem WLAN. Das sollte eigentlich nicht ganz so lange dauern, aber ja, okay. Okay, gut. So, wir sehen hier WLAN 0. WLAN 0 bedeutet, wir haben einen WLAN-USB-Stick gefunden. Und ja, der befindet sich im Managed Mode. Das wollen wir logischerweise mal wieder nicht haben. Deswegen wollen wir den ganzen USB-Stick. Also Managed Mode bedeutet so viel wie, ihr habt einen USB-Stick und der hört einfach nur auf das, was er tatsächlich auch hören soll. Das heißt, ihr könnt euch dann mit einem Netzwerk verbinden und dann ist auch gut. Wenn wir ihn tatsächlich im Monitor-Mode haben wollen, dann müssen wir ein bisschen mehr machen. So, und dazu benutzen wir erstmal Aircrack, nicht Aircrack, whoops, Entschuldigung, Airmon, NG. Die meisten Tools fangen irgendwie mit R an und dann NG, zumindest wenn es ums WLAN geht. Aber ja, wir benutzen Airmon NG und sagen erstmal, okay, lasst uns gucken, haben wir hier irgendwelche Prozesse, die eventuell den Managed Mode verhindern, sprich unseren den Monitor Mode verhindern, unseren USB-Stick wieder in Managed Mode zurückversetzen. Das wollen wir nämlich nicht, deswegen wollen wir die alle mal töten. So, und jetzt hindert uns eigentlich nichts mehr daran, diese Prozesse dann auch beziehungsweise jetzt sind die Prozesse weg, das heißt, wir können in den Monitor Mode zurückgehen. Kurze Anmerkung, warum die Konsole grün ist für meine Nicht-Abonnenten. Das habe ich einfach gemacht, weil es irgendwie obligatorisch ist, irgendwas, wenn man hackt oder sowas, haben doch alle immer diese grüne Schrift und ja, wir wollen den Vorurteilen gerecht werden. Also nicht denken, dass ich hier so irgendwie, ja. Okay, jetzt wollen wir den Monitor Mode starten. Das tun wir am besten mit Airmon NG und dann Start und dann den Namen von unserem Adapter. Hier oben ist das WLAN 0. Also einfach WLAN 0 eingeben, beziehungsweise vielleicht heißt er bei euch anders. Okay, so starten wir den Monitor Mode. Und das dauert wieder ein bisschen, deswegen müssen wir warten. In der Zeit kann ich mal mein Headset abziehen, weil das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe hier so ein Standmikrofon und irgendwie habe ich aus Gewohnheit immer noch das Headset manchmal auf. Vergiss es abzuziehen. Naja, gut. So, und jetzt benutzen wir das erste neue Tool, nämlich Wash. Wash, wie waschen, minus i. Und dann benutzen wir unseren Monitor. Der Monitor, sehen wir hier, heißt WLAN 0 Mon. Ihr könnt ihn aber auch unter iwconfig nachgucken. Da ist jetzt kein WLAN 0 mehr, sondern ein WLAN 0 Mon. Und wir sehen hier, dass der Mode auf Monitor geschalten wurde. Das heißt, wir haben es geschafft.
Also, wie ich schon sagte, wir brauchen Bosch minus i und WLAN 0 mon. So. Und was jetzt passiert, sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier haufenweise Bad FCS Packets, bla bla bla. Das wollen wir alles nicht. Deswegen gibt es noch eine zusätzliche Option, nämlich minus minus. Achtung, das sind zwei Minus-Dinger hier. Ignore minus FCS zusammengeschrieben. So, und jetzt warten wir einfach kurz und dann finden wir einen WLAN. So, da können wir schon wieder abbrechen. Abbrechen tun wir mit Steuerung C. Und hier finden wir WPS locked. Wenn hier WPS locked yes steht, dann ist dieser Router nicht fähig, WPS, über WPS irgendwie gehackt zu werden. Und ihr könnt es gleich vergessen. Dann haben wir hier ein WLAN ohne ELAN, das ist meins. Das ist der Name des WLANs. Und hier vorne sehen wir die physische ID des WLANs. Gut, die brauchen wir noch. Deswegen kopieren wir uns die direkt mal in den Zwischenspeicher. Rechtsklick und dann kopieren. So, und jetzt wollen wir nach dem Channel suchen. Der Channel steht hier, Channel 1. Und deswegen sagen wir iwconfig, also iwconfig, das was wir vorhin schon gemacht haben. Eigentlich echt nicht schwierig. Und jetzt nehmen wir hier diesen WLAN 0 mon. Denn das ist ja das, mit dem wir gerade auch gesucht haben. Und sagen, okay, wir wollen den Channel auf denselben Channel setzen. Das heißt hier Channel 1. Und was das macht, ist, euer USB-Stick geht jetzt auf quasi derselben Frequenz wie euer Router, den ihr knacken wollt. So, und jetzt brauchen wir noch eine zweite Konsole. Denn, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so besser funktioniert. Wenn es für euch anders auch funktioniert, dann könnt ihr das auch anders machen. Wir arbeiten jetzt mit Reaver. Ich werde euch beide Varianten zeigen. Erstmal die etwas einfachere Variante. Jetzt lassen wir einfach die mal in Ruhe. Wir sagen jetzt, okay, Reaver, das ist ein weiteres Tool. Und zwar wollen wir wieder den WLAN 0 mon benutzen. Das müssen wir immer angeben, weiß auch nicht wieso. Minus B und dann kommt hier die BSSID rein, die ihr kopiert habt, sprich das von hier. Dann kommt der Channel rein, minus C. Wir sind auf Channel 1, bei euch kann übrigens hier was anderes stehen, gell? Also dann muss auch hier was anderes rein. Minus Channel 1. Und dann minus W und minus A. So, dieses minus W, das macht einfach das Ganze ein bisschen schneller. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und dieses minus A, das könnt ihr im ersten Fall, wenn ihr es mal ohne probieren wollt, weglassen. Dann versucht euer, also wenn ihr das Ganze so ohne dieses minus A macht, dann versucht euer Router, euer USB-Stick, eine Verbindung zum Router aufzubauen innerhalb dieses Tools. Jetzt habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass ich dann haufenweise Fehler kriege die ganze Zeit. Und deswegen brauchen wir dieses minus groß A. Achtung, Groß- und Kleinschreibung ist wichtig. Und das bedeutet so viel wie, ihr kümmert euch selber darum, dass die Verbindung zwischen USB-Stick und Router besteht. So, bevor wir das aber versichern können, dass diese Verbindung besteht, müssen wir die Verbindung erstmal herstellen. Das machen wir wieder hier drüben, deswegen brauchen wir zwei Konsolen. Und das machen wir mit rreplay ng. Und zwar sagen wir hier wieder WLAN 0 mon. Minus 1 und 110, was das bedeutet, keine Ahnung, so genau. Und dann sagen wir hier minus A und kopieren hier wieder die BSSID rein. Okay. So, und jetzt noch minus E und den Namen des WLANs. Einfach auch kopieren und reinfügen. Es ist alles ein bisschen doppelt gemoppelt, aber es funktioniert irgendwie stabiler, habe ich das Gefühl gehabt bisher. In den Versuchen, die ich hier jetzt schon gestartet habe. Wie gesagt, es funktioniert auch nicht immer. Also diese Variante über Reaver funktioniert am besten mit WPS, also logischerweise nur mit WPS und am besten für Router zwischen 2006 und 2012. Wenn jetzt irgendwer einen neueren Router hat, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann kann es auch länger dauern, aber es sollte trotzdem funktionieren. Genau. So, und jetzt muss ich gerade mal, merke ich, den Namen meines WLANs ändern. Also nicht den Namen meines WLANs, sondern hier in der Konsole. Da sind Leerzeichen drin. Leerzeichen sind ein bisschen komplizierter. Da muss man einen Backslash davor setzen, vor dieses Leerzeichen, damit es auch als solches erkannt wird. Damit man auch weiß, dass das alles zusammengehört. So, und jetzt starten wir das. Und
verbinden uns mit unserem Router. Und das sehen wir hier. Die Authentifikation ist erfolgreich. Also hier wird erstmal gesendet und jetzt haben wir eine erfolgreiche Authentifikation. Sieht man ganz schön an dem Smiley. Einfach die ganze Zeit verbunden bleiben. Das ist jetzt, was das Skript macht. Es sendet Pakete, damit diese Verbindung bestehen bleibt. Das hier nicht abbrechen, das braucht ihr tatsächlich nebenher laufen. So, und deswegen haben wir jetzt hier dieses Minus A. Das bedeutet so viel wie, okay, wir haben diese Verbindung anderweitig, wir kümmern uns anderweitig darum. Und dieses anderweitig ist jetzt eben hier drüben. So, jetzt können wir hier Reaver starten. Und nein, wir wollen nicht fortfahren. Das war von mir, weil ich ja da auch ein bisschen probieren musste. Und jetzt sehen wir hier gerade, oh, da hat jemand Deauthentifikation bekommen, aber er hat direkt wieder ein neues Authentification-Dings bekommen. Also hier machen wir nicht weiter. So, und jetzt heißt Starting Cracking Season. Und jetzt sehen wir hier haufenweise Zeugs und der probiert jetzt nacheinander diese ganzen Pins zu knacken. Und das kann dauern. Wie wir hier sehen können, sind die Deauthentifikations-Requests hochgegangen. Das bedeutet, mein Router ist wahrscheinlich intelligent und sagt, oh, der will mich hacken, ich schmeiß ihn jetzt raus. Aber ihr solltet nach einer Weile hier zumindest einen kleinen Fortschritt sehen, aber es dauert sehr, sehr lange. Je nach Router extrem lange. So, jetzt sehen wir, ist gerade hier gekommen. Wir haben hier 0,0, jetzt ist schon wieder weg, wir hatten 0,0% erreicht und brauchen jetzt die ganze Zeit sozusagen, müssen wir warten, es dauert mehrere Stunden, also ich werde das Video nicht mehrere Stunden lang machen, keine Sorge. Ich werde das jetzt hier wieder abbrechen, weil ich weiß, dass es mit dem Router wirklich sacklange dauert und es sich eigentlich nicht lohnt. Es gibt verschiedene Wege, wie man das Ganze hier probieren kann, über WPS reinzukommen. Das war der erste Weg. Ich zeige euch noch einen zweiten in kurzer Zeit und mit dem kommt ihr vielleicht dann besser in andere WPS-geschützte Netzwerke rein. So, die ganze Theorie dahinter, wenn es euch interessiert, die kommt früher oder später, beziehungsweise ist, je nachdem wann ihr das Video guckt, schon auf meinem Channel. Und wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema Informatik oder Hacken oder sonst irgendwas wollt, dann geht ihr direkt auf meinen Channel und abonniert mich einfach mal. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.